Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video wird es wieder ein Teddy Live Haul geben. Ich hatte irgendwie Lust wieder zu Teddy zu fahren. Das letzte Mal hat mir irgendwie so gut gefallen, dass ich mir dachte, so nach einem Monat, nach fast einem Monat, könntest du mal wieder hinfahren und gucken, was es da eventuell Schönes Neues gibt. Und dachte mir nur so, euch kann ich dann direkt mitnehmen. Und jetzt würde ich mal sagen, ich höre auf zu quatschen, sondern wir gehen rein und ich schaue, was es da Schönes gibt. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Draußen gibt es dann solche Kisten, einmal mit 10 Cent Artikel drin und da hinten einmal mit 55 Cent. Hier gibt es ein bisschen was. Was haben wir hier? Weihnachtskugeln, haben wir hier dann irgendwelche Schleifchen, ich glaube Karneval. Dann 2021, ich glaube das war noch von Silvester. Dann so ein bisschen Weihnachtsdeko haben wir hier, Karten, da gibt es sogar eine Brille. Dann irgendwelche Bastelsachen. Haben wir hier weiter Grill und Chill Lounge, keine Ahnung. Hier haben wir noch mehr Weihnachten. Na, Weihnachten kann ja nie zu spät kommen. Hier haben wir dann Karneval, glaube ich. Hier haben wir so einen süßen Hasen, der kein Auge mehr hat. Auf jeden Fall gibt es hier so ein bisschen an Krimskrams. Hier haben wir dann einmal Sachen so für den Garten oder für den Strand. Spielzeug für den Sandkasten, dann sowas hier, so eine Wasserpistole, dann Wasserbomben haben wir hier noch mehr, Tischtennisbälle, mein Gott, Kreide haben wir hier, dann eine Schwimmbrille. Leute, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich finde die Dinger so genial, ne? Ich habe meine ganze Kindheit damit gespielt. Und dann haben wir hier noch Schnellhefter, so eine kleine Tafel, Boxen und Buntstifte. Leute, die haben wieder umgebaut. Wir haben hier irgendwelche Eier für 1 Euro. Dann haben wir hier Mentos von Funny Frisch, Chips von Hitchler. Haben wir hier noch solche Dinge. Center Shock hasse ich. Nee. Dann haben wir hier solche Haribo-Boxen. Noch mehr Süßigkeiten und hier haben wir dann für den Schulanfang oder ja, halt für die Schule haben wir so ein bisschen Zeugs. Eine Schere, was haben wir, Bleistifte, Pinsel, alles was man halt braucht. Wir gehen mal hier weiter und hier gibt es halt solche Wandsticker, solche 3D-Wandsticker und ich finde die eigentlich ganz schön, gerade diese schwarzen. Aber die weißen sind eigentlich auch ganz hübsch. Gibt es auch nochmal in Pink. Mega cool. Boah, die sind richtig, richtig schön, Leute. Ich bin echt im Überlegen, ob ich da welche mitnehmen soll oder nicht. Ich weiß aber halt nicht, ob das gut aussehen würde oder nicht. Dann haben wir hier noch solche Wandsticker. Würde auch bestimmt ganz schick aussehen. Hier haben wir dann auch nochmal 3D-Sticker. Jetzt kommen so lilane Sticker. Voll hübsch. Die sind auch schön. Leider nicht mein Ton. Und die hatten wir beim letzten Mal schon. Da sind halt solche Dinger, die man an die Wand hängen kann. Mit so Sprüchen. Danke, dass es dich gibt und du so bist, wie du bist. Da. Hier gibt es dann so ein paar Blöcke. Was ist das? Das ist, glaube ich, eine Federtasche, dieses Einhorn. Dann haben wir Kleber. Ich glaube, das ist sogar ein Radiergummi. Ganz viele Boxen. Dann nochmal Hefte. Kalender gibt es hier. Mega schöne Kalender. Och, wie hübsch. Lila. Ich liebe ja lila. Oh, die habe ich mir damals immer gekauft gehabt, damit ich mein Buch da draufstellen kann. Die sind so schnell bei mir mal kaputt gegangen. War irgendwie überhaupt nicht cool. Dann haben wir da oben noch mehr Stifte. Und Stifte und Stifte. Eine süße Federtasche haben wir hier. Dann Patronen. Ich habe das immer früher ganz schlau gemacht. Es gibt ja diese langen Lami-Patronen. Und wenn man diese langen Lami-Patronen einmal in der Mitte knickt und dann die Dinger hier aufmacht, kann man die halt rüberfüllen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kann man sich halt diese teuren Lami-Patronen sparen. Also damals gab es halt nicht solche Nachmachen wie von Teddy oder sowas. Da muss man so ein bisschen kreativ sein, damit man halt nicht das ganze Geld auf Lami-Patronen wegschmeißen muss. Hier geht das Ganze schon auf Halloween hinaus.
so richtig ekelhafte, gruselige Masken. Ne, ich glaube, mein Herz würde runterfallen, wenn ich so ein Ding nachziehen würde. Nein, es würde explodieren, Leute. Hier haben wir dann noch mehr Halloween-Zeugs. So Gebiss, Spinnen, solche Masken. Ich muss ehrlich sagen, bei uns, seitdem wir hier wohnen, hat noch nie irgendeiner an der Tür geklingelt. Auch das muss ich gleich Pascal mal schicken. Ich glaube, das findet er bestimmt gut. Ja, und dann haben wir hier sonst noch Engelsflügel und so ein Hasenkostüm oder was soll das sein, so ein Schwanz. Ach Leute, wir lassen das einfach. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal nicht gezeigt, aber hier gibt es so richtig süße Geschenketüten. Die mit dem Elefanten finde ich richtig süß, das ist so richtig so russischer Style, finde ich. Keine Ahnung, meine Mutter würde die jetzt einfach so kaufen. Richtig schön. Die mit den Federn da unten sind auch richtig hübsch. Ich würde die am liebsten alle mitnehmen. Das Problem ist nur, wohin dann damit? Hier haben wir dann Geschenkeband. Richtig große Schleifchen, Geschenkeschleifchen. Die sind auch richtig schön, kosten 1,50 Euro. Die dann am Ende sowieso mal weggeschmissen werden. Also irgendwie cool und gleichzeitig echt blöd. Ach, wie schön. Ich nehme jetzt die mit, weil da ist Lila mit bei. Das will ich haben, das braucht man immer. Richtig schön. Und wir haben schon Weihnachten. Christmas. Wirklich, wir haben hier schon Weihnachtstüten. 3D. Santa Claus, ach wie schön. Leute, ich verschenke so gerne. Für den Geburtstag haben die hier mal richtig coole Sachen. Auch mit Einhorn und sowas. Ich habe damals, als Pascal 20 geworden ist, also damals, letztes Jahr, habe ich ihm hier komplett die ganzen Sachen gekauft. Also hier gibt es mega, mega viel Auswahl. Mehr als bei Action und mehr als bei Kick. Also bei Action gibt es, glaube ich, gar nichts. Dann gibt es hier sogar solche Luftballons mit Inhalt drin. Wenn man die dann aufbläst, dann sehen die halt richtig cool aus. Also geht auf jeden Fall mal hier gucken. Looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. Ich finde diese Bastelklammern richtig, richtig schön. Und ich nehme jetzt auch hier welche mit, weil die kann man gut auf Kuvere kleben, beziehungsweise auf Grußkarten oder sowas. Habe ich ja bei den Gewinnern auch gemacht. Und dann nehme ich einmal hiervon eins mit. Von den süßen Igeln nehme ich eins mit. Von den Eulen nehme ich eins mit. Die Igel gefallen mir irgendwie überhaupt nicht. Die nehme ich dann nochmal mit. Ja, das war's. Der Fuchs gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe was richtig Cutes entdeckt, was ich mitnehme. Und zwar sind das solche Einkaufstaschen zum Mitnehmen. In Form von einem Panda, Leute. Richtig süß. Pascal sagt ja immer zu mir, ich sehe morgens aus wie ein Panda. Oder nach dem Duschen. Deswegen hat er mir auch zu meinem 18. Geburtstag ein Panda geschenkt. Ein Kuscheltier. Es gibt hier dann noch einmal so einen Fisch. Hier haben wir einen Marienkäfer. Einen Frosch haben wir dann hier noch. Ja, und das war's eigentlich. Ich nehme aber jetzt einen süßen weißen Panda hier mit. Ich bin jetzt hier beim ganzen Schreibwarenzubehör und ich wollte mir gerne von Stabilo, war das glaube ich, ja, einmal so einen schwarzen Stift nochmal mitnehmen, so einen Kugelschreiber. Ich habe den in Blau schon zu Hause und ich finde einfach, der ist mega gut. Der schreibt einfach so gut, so buttrig weich. Deswegen kommt noch einmal dieser schwarze hier mit. Ich glaube, der sollte, ja, 2 Euro kosten. Ja gut, bei Kaufland hat er jetzt 1,99 Euro gekostet. Jetzt scheiß mal auf den 1 Cent hier. Leute, schick mich mal zurück in die Schule. Wie cool sind denn diese Sachen? Schaut euch mal diesen Anspitzer hier an. Oder den hier.
Oh Mann, der Hase. Ich wünschte, ich hätte damals sowas gehabt. Es gibt ja noch andere. Es gibt noch so einen hier. Dann so einen Ball. Das ist, glaube ich, wie so ein Mülleimer. Und sogar hier so. Na gut, das ist ein Radiergummi. Aber trotzdem, richtig cool. Dann gibt es hier noch andere Radiergummi. So Einhörner und Pinguine, also Tiere. So hübsch, Leute. Da unten gibt es noch mehr. Ich fand immer die Radiergummis voll gut, die man an den Stift machen konnte. Ich glaube, die hier nicht. Aber ich fand das immer so cool, wenn auf meinem Bleistift oben so ein Radiergummi war. So, ich nehme jetzt nochmal einen Kugelschreiber mit. Ich weiß nur nicht welchen. Ich finde die nämlich hier richtig schön. Und meine gehen ja super schnell leer. Ah, okay. Ich nehme jetzt erstmal so einen mit. Der kostet 1 Euro. Der ist richtig schön flauschig. Ich mag zwar keine Einhörner, aber ich finde, der sieht richtig gut aus. 2 Euro kostet der. Ansonsten spricht mich jetzt irgendwie keiner mehr an. Nö. Ich bin jetzt hier gerade beim ganzen Autozubehör und ich nehme jetzt mal eine Warnweste mit. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht genug im Auto habe. Man muss ja mindestens, also man muss so viele Warnwesten haben, wie man Platz im Auto hat. Und ich habe 4 Plätze. Okay, gut, eigentlich 5, aber beim 5. ist keins zum Anschnallen, deswegen 4. Und ich besitze einfach nur eine. Deswegen nehme ich jetzt noch eine mit. Und 3 Stück habe ich noch zu Hause. Ich bin nur die ganze Zeit zu faul, die runterzunehmen. Ja, deswegen kommt das letzte jetzt schon mal mit und es liegt dann schon mal im Auto. Wir haben hier auch Hundekörbe oder Katzenkörbe, wie auch immer. Da oben gibt es sogar ein Katzenklo. Mein Bär ist einfach immer noch hier. Der ist so süß und so weich. Wir haben hier dann Koffer, ganz viele Koffer. Nur irgendwie verreist kaum jemand wegen Corona. Ich habe jetzt einen richtig schicken Becher gefunden und zwar die hier. Ich finde die so schön. Die gibt es hier so in dreifacher Variation und ich nehme jetzt den hier mit. Der gefällt mir irgendwie am besten von allen. Mit diesen ganzen süßen Herzchen, mit so einem Strohhalm hier oben noch drauf. Was kostet der? 4 Euro, der kommt mit. Hier gibt es sonst noch andere Flaschen. Solche Metallflaschen gibt es hier. Die sind, glaube ich, aus Plastik. Ja, dann gibt es hier so noch so einen Kaffeebecher. I love coffee. Und ganz günstig. Moment, ich habe irgendwo den Preis gesehen, auch 4 Euro. Aber ich glaube, die gibt es bei Action sogar noch günstiger. Ich bin mir aber da jetzt nicht ganz sicher. Hier haben wir dann ein paar Süppchen. Oh, Leute, wer kennt diese Schals noch? Diese Dreiecksschals. Ich habe die mein halbes Teenager-Alter durchgetragen. Richtig cool. Ich hatte einen blauen und meine Schwester hatte, glaube ich, noch einen pinken und einen weißen. Weiß-schwarz und pink irgendwas. Die waren so in damals. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer die auch hatte. Dann haben wir hier noch solche Flappen. Ach, wie süß. Aber die sind nicht weich, also nö. Und ein Paket. Hier gibt es dann solche Unterlagen. Beziehungsweise Kissenhülle. Okay. Hier gibt es dann halt sowas. Pilzunterlagen. Solche hübschen Dinger hier. Ach, die sind wirklich schön. Ich finde sowas aber irgendwie schöner, weiß ich nicht. So dieses Standard. Schlichte. Finde ich besser. Hier gibt es dann Bilderrahmen, große und kleine. Die kleinen sind da oben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite gibt es auch nochmal Bilderrahmen. Family. Ach, die glitzern, wie schön. Die sind auch neu, die gab es beim letzten Mal nicht. Und dann gibt es hier oben noch was. Hier sind gerade übrigens super viele Bilderrahmen auch reduziert, wie ihr da sehen könnt. Allgemein super viele Sachen sind derzeit reduziert, also geht mal unbedingt schauen. Ich nehme jetzt nochmal Kerzen mit. Ich habe gerade die hier entdeckt. Richtig schön. Ich nehme die einmal mit und die hier. Ich finde die super schön. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Jeweils 2 Euro, geht voll fit. Und dann habe ich gerade das hier entdeckt. Das müsste ich mal meinem Papa schenken. Eine Bierkerze. Sieht schon fresh aus. Ich habe meine Herbstdeko hier schon gefunden.
Naja, für mich ist noch Sommer. Ich kaufe noch nicht so viel Herbstdeko. Erst wenn der Herbst naht, dann gucke ich mal, was ich mitnehmen kann. Aber schön sind die Sachen, ja. Vor allem das hier. Das gefällt mir gut. Familie ist, wo Liebe niemals endet. Genießt den Augenblick. Hier wohnt das Glück. Zu Hause ist, wo die Liebe wohnt. Das sind ja mal süße Texte. Hier gibt es echt tolle Chupa Chups Getränke. Einmal haben wir hier Erdbeer. Was ist das? Irgendeine andere Frucht. Da oben haben wir den Arizona, Capri-Sonne, Durstlöscher. Und hat jemand schon von euch Snickers-Getränk getrunken? Also das stelle ich mir ein bisschen sehr komisch vor. Hier haben wir ein paar leere Gänge, aber ich glaube, hier fängt das schon so an mit Weihnachtsdeko. Also das wird hier irgendwie jetzt ganz fix. Da unten haben wir dann so Weihnachtstüten. Also Leute, wir haben August, was für Weihnachten, hallo. Und hier haben wir dann noch sowas. Hier gibt es dann so ein bisschen Spielzeug. So kleine Minispiele habe ich ja beim letzten Mal schon alles gezeigt gehabt. Das ist zum Rechnen sehr wichtig. Mit Spielen habe ich damals auch mein Rechnen trainiert. Hat sehr gut funktioniert. Da gab es in der Schule immer solche Spiele. Trolls. Und süße Kuscheltiere. I love you. Vielleicht mal Pascal so einen mitnehmen. Was kostet der? 7 Euro. So ein kleines. Großes. Was gibt es hier noch? Nee, Leute, ich nehme mal für Pascal das hier mit. Oh, es gibt noch ein anderes. Nee, das sieht kacke aus. Der wäre auch süß. Nein, ich nehme Pascal den hier mit, aber nicht den, der ist ein bisschen dreckig. Der ist hübsch. Da oben haben wir dann solche Press-on-Nails. Dann solche ganz normalen Nägel. Ich kann euch die nicht empfehlen. Die kann man nicht gut feilen, weil die halt hier diesen Bogen haben. Also zumindest komme ich damit nicht gut klar. Hier haben wir sogar solche Nagelsticker. Die sind aber meistens immer viel zu dick. Dann haben wir Nagelkleber, Pinsel. Zwei Stück. Ich habe jetzt die hier entdeckt. Das sind Kosmetikpinsel. Und zwar das hier und das daneben. Beide nehme ich mit. Das kostet 2 Euro und das daneben 1,50 Euro. Ich bin gespannt, wie die sein werden. Aber die sehen einfach mal so gut aus, Leute. Das gefällt mir mega. Da unten haben wir sonst noch Beauty Blender, aber ich habe mal gerade geguckt. Ja, die sind halt einfach nicht so weich. Gefällt mir nicht so gut. Hier unten haben wir dann nochmal Nagellack so ein bisschen. Ich habe Gelnägel, deswegen juckt mich das nicht. Und hier haben wir dann sowas. Hier haben wir dann Haargummis. Die sind wirklich schön. Die sind in so einem Zweierpack für 1 Euro. Ich habe leider nicht mehr genug Haare auf dem Kopf. Da oben haben wir Haarreifen, da haben wir noch mehr Haarreifen. Ich finde die ganz schön. Ja, die haben was. Haarreifen könnte ich jetzt sowieso bald auch gebrauchen. Ich nehme den jetzt mal mit. Das Ganze gibt es auch noch mal in Gold und da hinten mit so einer Schleife drauf. Dann haben wir hier noch mehr Spangen. Alles so schön hier. Hier haben wir dann verschiedene Haarbürsten, die jetzt gerade auch reduziert sind. Jeweils für 2 Euro. Dann haben wir hier sowas hier. Ich weiß nicht, ob ich das mal mitnehmen soll, Leute. Die wissen ja nicht, wie groß ein Schädel ist. So, wisst ihr, was ich meine? Aber es könnte bestimmt auch ziemlich gut aussehen. Dann haben wir hier unten nochmal so Modeschmuck. Verschiedene Ketten und sowas an diejenigen, die sowas vertragen, was richtig toll ist. Ich vertrage das leider nicht. Dann haben wir hier auch noch mal sowas. Da oben gibt es dann noch mehr von diesen Schleifchen da. Guck mal, sogar mit einer Blume, Leute. Richtig schön. Leute, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube, mein Schwein pfeift. 100 Euro. Klar, ich nehme mich mit nach Hause. Ja, im August. Ich habe jetzt Durst bekommen, deswegen nehme ich mir eine Cola mit. Und es gibt hier Cola Cherry ohne Zucker. Deswegen muss das auf jeden Fall mitkommen. Hier. Und hat auf 100 Milliliter nur 0,3 Kalorien, also fast gar nichts. Hier gibt es dann Süßigkeiten. Ganz viele Süßigkeiten. Hier sind sogar Süßigkeiten aus meiner Kindheit noch mit bei.
Also richtig krass. Wenn ich die, glaube ich, jetzt essen würde, das wäre absolut ekelhaft. Aber damals habe ich sowas immer gefeiert. Das sieht auch richtig lecker aus. Reese's. Sieht lecker aus, aber weiß ich nicht. Nee, lassen wir mal. Ah, die nehmen wir mit. Die sehen so aus, als wären die weich. With Schokolade und Cream. Keine Ahnung, das nehmen wir jetzt mal mit. Dann gibt es hier solche Mini-Nutella-Dinger. Und sowas noch. Ich habe gerade Kekse gefunden. Twix. Bounty haben wir hier. Da haben wir Mars. Und die kosten 2,50 Euro. Leute, no joke. Ich nehme jetzt von jedem erstmal einen mit. Hallo. Wie cool ist das denn? Dann fängt das hier schon an mit Mützen und sowas. Hier haben wir Kuschelsocken. Die liebe ich. Die trage ich immer. Immer im Winter. Hier haben wir dann noch mehr Mützen. Also August. Und wir haben Wintersachen. Ich komme darauf immer noch nicht klar. Da hinten gibt es sogar Schals, Leute. Hier haben wir dann noch so ein bisschen Deko. Wir haben solche kleinen Vasen. Auch hier super vieles reduziert. Mega schön. Das ist schön. Davon gibt es aber leider nur noch eins. Sowas da. Glückskind. Solche Kätzchen. Mini-Vasen. Da gibt es ein bisschen Herbstdeko. Die kommen hier aber schon mit Winter. Also ist Herbstdeko eigentlich komplett überflüssig. Auch die sind schön. Gerade die Eule finde ich mega, mega schön. Ich glaube, das schicke ich jetzt gleich Pascal. Irgendwie sieht das mega cool aus. Der steht ja voll auf Totenköpfe. Mal schauen, was er sagt. Und dann haben wir hier wieder unsere schönen Zwerge. So Leute, ich bin wieder im Auto. Ich bin komplett verschwitzt. Es ist einfach so warm im Auto. Und bei Teddy war es auch so warm. Ich bin richtig geschockt, Leute. Richtig geschockt. Also Herbstdeko kann ich verstehen. Wir kommen jetzt langsam Ende Sommer, Anfang Herbst. Wir gehen darauf zu. Aber Weihnachten? Wieso Weihnachten? Und in einem Monat haben wir wieder Osterdeko oder was? Also das verstehe ich gar nicht. Ich will mich darüber jetzt auch gar nicht aufregen. Aber das ist ein bisschen sehr früh. Weihnachtsdeko. Also habt ihr dieses fette Ding für 100 Euro gesehen? Was war das? Ein Zwerg oder keine Ahnung. Nicht übersehbar. Klar. So als würden wir in einem Monat Weihnachten feiern. Egal, ich reg mich darüber jetzt nicht mehr auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich allen Schnutis noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss! We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna...